Warte mal. Ich mach das. Geht's dir etwas besser? Moment mal, das da hier habe ich anscheinend noch nicht beseitigt. Ich kann es riechen. Es muss in der Nähe sein. Noch ein Nest. Halt mal los.
ist das? Da muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Ich kann es riechen. Geschafft, gottverdammte Freaks. Die Durchfahrt müsste jetzt sicherer sein. Ich brauche Munition. Okay.
Balkan. Mach auf! Wo ist Tucker? Alkai? Drüben, bei der Grabung. Bei welcher, verdammt? Im Norden. Da hinten. Fasst jemand meine Maschine an, das Gepäck, breche ich dir die Finger. Ist ja gut, Mann. Alter. Brauchst du was? Ich sag's doch, wo du auch hinsiehst. Ein riesengroßes Lavafeld. 7 Meter dickes Gestein. Man bräuchte Presslufthämmer. Ach, halt mir doch keinen Vortrag, Gottverdammt. Ich hab's kapiert. Nein, hast du nicht. Aber diese Leute haben Hunger. Selbst wenn sie bei Kräften wären, bräuchten sie Monate mit Hacke und Schaufel. Ist mir scheißegal! Wir haben alle Hunger, Al. Aber wir müssen es schaffen, auch wenn es ein ganzes Jahr dauern sollte. Schließlich haben wir ja sonst keine Termine, oder? Warte. Eins noch. Dann fass dich kurz, okay? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ripper, heute Morgen. Einer meiner Männer sah eine große Gruppe auf dem Pass. Und niemand hielt sie auf? Wie denn? Tucker, wir gehen schon auf dem Zahnfleisch. Komm in die Richtung Norden. Al. Sind Sie hierher unterwegs? Ja oder nein? Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß er's. Was zum Teufel soll das heißen? Hä? Was soll das, hä? Verdammt, Elkan. Es ist nicht seine Aufgabe, das zu wissen, sondern deine. Ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Soll ich hier deine Ausgrabung leiten? Oder soll ich in die Außenwelt? Ripper jagen. Check im Lager, wie viel Munition wir haben. Ich übertrage Wheeler die Ausgrabung. Was klotzt du so? Ja, ich frage mich, ob du auch ein Hirn hast. Stopp! Hast du Leon gefunden? Wenigstens einer, der hier etwas gebacken kriegt. Ich nehme dich mit. Wann hast du zuletzt jemanden aufgespürt und hergebracht? Die Leute, die jetzt noch da draußen sind, sind nicht gerade die Art von Leuten, die du jetzt hier haben willst. Das Fieber hat noch 2 erwischt. Das ist nicht mein Problem. Du willst unser Essen? Dann ist es dein Problem. Wie gesagt, wir besorgen dir Sachen, aber wir ziehen nicht in dein blödes Camp. Wie war das noch? Ich bin ja vergesslich. Warum nicht? Weil es Zeitverschwendung ist, Tuck. Da spricht der Optimist. Wo ist Boozer? Er sagte, er wollte zu Copelands Camp rüber und was gegen Fische eintauschen. Macht ihr jetzt gemeinsame Sache mit Copeland? Ist sein Camp näher? Es ist nicht näher oder weiter. Hey, ich bin nicht Boozers Aufpasser. Er macht, was er will. Warum stinkt das so widerlich? Scheiße. Ihr lasst diesen Haufen Tag und Nacht brennen? Wir haben hier viele Freaker-Leichen dank Leuten wie dir, die ihre Arbeit machen. Also ja, wir lassen es brennen. Nehmt mehr Benzin. Brennt schneller, weniger Qualm. Weil wir ja so viel davon haben. Und wenn es verbraucht ist, was willst du dann in dein Bike füllen? Deinen Schweiß? Was zum Teufel ist hier los? Hier stimmt was nicht. Im Lager fehlen Essen und Munition. Scheiße. Wer hatte letzte Nacht Wache? Wheeler. Verdoppelt heute die Wachen. Allmählich habe ich die Schnauze voll. Alles klar. Ärger im Paradies? Wie gesagt, ein Camp ist wie ein Gefängnis. Eine Bande von Faulpelzen, Dieben, Vergewaltigern und Mördern. Und weißt du wieso? Keine Ahnung. Weil wir genau das sind, die Freakshow. Es haben nur die überlebt, die härter und brutaler als die Freaks sein können. Der Rest ist hier und hofft, dass ich sie füttere, beschütze und wärme. Sie sitzen auf ihrem Arsch und gucken dem Weltuntergang zu. Du, sofort zurück an die Arbeit. Zwing mich nicht, Cyrus zu holen. Faulpelze.
freien Zeit können Sie machen, was Sie wollen. Aber der Tag gehört mir. Das Camp zu leiten ist wie ein Gefängnis zu leiten. Ich weiß nicht mehr, was du erzählt hast. Du warst was? Warst du Aufseherin oder so? So wichtig war ich nicht. Ich war Oberin im Frauenflügel. Du siehst auch wie jemand aus, der schon mal gesessen haben könnte. Damals. Warst du mal im Knast? Ich hatte zwar ständig Ärger, bin aber nie dort gelandet. Ich habe einen Job für dich. Larsen war gestern auf Tour. Er kam durch Marion Forks und sagt, da war jemand. Eine junge Frau vermutlich. Aber er sah sie nur kurz. Als er angehalten hat, war sie verschwunden. Ist er sicher? Larsen hat genauso viel Erfahrung wie du. Er weiß, womit er es zu tun hat. Aber du hast ein Talent für sowas. Fahr hin und finde sie, bevor die Freaks es tun. Mal sehen, was ich tun kann. Aber hör mal, Tuck, ich will meine Punkte. Verlieren. Bring mir mehr Leute, dann kriegst du mehr Punkte, als du ausgeben kannst. Ich muss Wheeler suchen. Er wird die Nacht in der Hütte verbringen. Oh, hey! Was gibt's? Sprit wird immer knapper. Muss man was tun? Hallo. Hey. Ich habe Boozer lang nicht gesehen. Ja, er lebt noch. Ich glaube, er erledigt in letzter Zeit mehr für Copeland. Sag ihm. Ciao. Das war's. Okay. Was willst du, Drifter? Was ist dein Problem? Einer von uns entkam aus einem Ripper-Camp drüben bei Iron Butte. Gefoltert, wie üblich. Aber diesmal fragten sie ihn nach zwei Bikern, zwei Männern, ob er die beiden gesehen hat oder so. Hier gibt's viele Biker. Was hat das mit mir zu tun? Der Ripper nannte sie Mongrels. Wie viele Drifter tragen hier noch ihre Kutten? Als ob das was bedeutet. Ich glaube, dein Kopf ist bares Geld wert. Wie fühlt man sich auf der anderen Seite? Ey, warum zeigst du mir nicht, was du hast? Ich habe keine Zeit für deinen Scheiß. Wie du meinst, Dick.
Hast du noch was? Wieder? Schönes Stück. Komm her, wenn du noch was brauchst. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wem ich die gebe. Ich kann erst nach Norden, wenn ich das Bike repariert habe. Okay, dann ist es Copland. Wenn du Ärger machst, fliegst du hochkant. St. John, Tucker an Deacon St. John. Wir haben einen Job für dich. Hey, Tucker. Okay, ich komme, sobald es geht. Deacon Ende. Irgendwas dazu zu sagen? Hey, Cope. Ich glaube, Leon wollte dir das bringen. Oh, Dick. Eine weise Entscheidung. Wirklich weise. Geh mal zu Manny. Vielleicht kann er dir mit deinem Bike helfen. Hey, Manny. Ich tank dein Bike auf, wenn du willst. Ich will draußen nicht ohne Sprit da stehen. Das steht fest. Gute Wahl, Mann. Gute Wahl. Oh ja, ein sehr schönes Stück. Das sollte eine Weile halten. Komm wieder, wenn du noch was brauchst. Okay, wir sehen uns. Mach's gut, Manny. Warum liegst du nicht zum Teufel noch mal im Bett? Konnte nicht schlafen. Weißt du noch, was ich sagte?
im Tunnel? Geh da nicht rauf, Deke. Das macht dich noch verrückt. Usa, ich... Okay, hör zu. Ich geh da rauf, weil da oben Freaks sind. Mir ist egal, wo ich sie umlege. Kopfgeld ist Kopfgeld. Warum fragst du? Dann all die Tulpen, es geht doch nur um den Hab Job, sie gesehen, oder? Hier auf dem Tisch. Heute Morgen. Absolut egal. Dieselben okay, wie bei eurer Hochzeit. Ich weiß es noch. Einer von ihnen hieß Randall. Ich werde fast ein Jahr lang im Camp. Usa, ruh dich aus, okay? Ich muss los. Dicken Ende. Wenn du den Mistkerl hast, das sind keine Tulpen, Usa. Das ist Mauerpfeffer drin. Silberner Helm. Roter Tank. Das ist er. Oh, Scheiße! Was zum... Du dachtest also, du fährst in Copelands Camp und ballerst da ein bisschen rum, ha? Huh? Du bist drei Leute um, steckst dir das Zeug ein und fährst wieder weg, ha? Huh? Das wirst du nur zu einkaufen. Scheiße, Drifter! Du arbeitest für Copeland? Ja? Tja, Cobb sieht das nicht so gern. Und ich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht. Lässt Drifter schlecht dastehen. Und wenn du Manny erwischt hättest, huh? Wer repariert dann mein Bike, du blödes Arschloch? Fick dich! Du arbeitest für Copeland! Du Arschkriecher! Was bist du? Ein Arschkriecher! Cope, es ist erledigt. Ich hab ihn. Schreib die Koordinaten auf und schick deine Männer her. Hörst du zu? Lebt er noch? Hey, Drifter! Drifter! Ja, noch lebt er, aber ich kann nicht versprechen, dass das noch lange so bleibt. Dicken Ende. Sag ihm, ich... Sag ihm, Drifter! Sag ihm, ich... Ich hab gesagt...
Usa, bist du da? Ich wollte nur hören, wie es dir geht. Ja, Dick, ich höre. Schön durchhalten, Kumpel. Sobald Eddie den Arm geflickt hat, fahren wir nach Norden, wie du gesagt hast. Hoffentlich. Ich vermisse die Straße. Erhol dich erstmal noch ein Ründchen. Ich muss noch mal an dem Bike rumschrauben und wir holen uns neue Ausrüstung. Aber sobald du wieder fit bist, hauen wir hier ab. Dicken Ende. Okay, hier ist es. Ja. Oh, das Camp ist voll von denen. Ja, geh zu Fuß rein. Schön leise. Deacon St. John, hier ist Tucker. Wie gesagt, ich habe Boozers hübsches Gesicht schon ein paar Tage nicht gesehen. Ist er wirklich okay? Hier ist Deacon. Boozer geht's gut. Ja, ich sag ja, er hatte viel zu tun. Er macht sich ja Besorgungen für dieses Arschloch Mark Copeland. Ich habe das Gefühl, er mag mich nicht. Boozer, meine ich. Wie ich schon sagte, ich bin nicht seine Mama. Deacon Ende. Tucker an Deacon St. John. Hörst du mich? Ich habe mit Arkay gesprochen. Unter anderem. Ich weiß, dass Gott, du unser Herr unterstützt. Ist das hier euer Scheißhaus? Großer Gott. Oh, verdammte Freaks. Was zum Teufel macht ihr hier drin? Oh, Scheiße. Was ist denn hier passiert? Das ist die reinste Todesfalle. Für mich sehen die... Das wird euch aufwärmen. Kommt schon, Leute. Yeah!
Das waren alle hier drin. Noch mehr von euch? Yep. Gefällt euch das, hm? Na los, ihr Scheißkerle, kommt schon! Thank you.
Muss ein Nest sein. Oh ja, ein Nest. Okay, ihr schlaft einfach schön weiter, ja? Beachtet mich gar nicht. Na gut, Jungs und Mädels. Dann mal los. Ist das letzte? Na, endlich. Rosa, es ist erledigt. Die Nester sind zerstört. Ab jetzt sollten weniger Freaks auf dem Berg sein. Hey Dick, wie war's? Gab's da viele von denen? Naja, es lief ganz gut, deshalb wollte ich sie erledigen, solange es dunkel ist. Ein paar waren trotzdem verdammt stark. Ja, Kälte macht sie stärker. Das wusstest du. Ja, Busa, das wusste ich. Okay, auf jeden Fall. Danke, dass du es gemacht hast, Dick. Du hast hier draußen wohl doch ein paar Sachen gelernt. Hau dich aufs Ohr, Busa. Dicken Ende. Ich mach mal kurz ein Nickerchen. Das sollte reichen. Gutes Timing. Das war's.
Dritter, lass ihn rein. Na, wie läuft's? Das ist echt ein Aufruhr. Hey, ja. Deke, kennst du diesen Drifter mit den Narben im Gesicht? Er hat einen Montierhebel dabei und nennt sich Limbo. Kenn ich nicht. Er kam gestern ins Camp. Hey. Wollte Beute eintauschen und ein paar Drinks. Na los. Er muss wohl erst heute Morgen wieder gefahren sein. Ah, Tacke, ich bin nicht die Security. Hey. Nein, erzähl nein, das nicht. Besser, Erka. Oh. Deke, er hat einen Mann und eine Frau totgeschlagen. Bowman und Hewitt. Ihr Gesicht wurde bis zur Unkenntlichkeit zertrümmert. Hewitt? Aria, oder? Oh, Scheiße. Der Mistkerl Limbo ist der von hier? Erkai sagt, er hat ein Camp beim alten Waldarbeiterwachturm am östlichen Hang des Three Finger Jack. Ja, yep. Ich weiß, wo das ist. Und ich regel das. Das dachte ich mir. Hey, Jack, habe ich jetzt dein Vertrauen oder...